Willkommen zur nächsten Folge von Frag den Don. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, was ist Confronto? Confronto kommt aus dem Italienischen und bedeutet so viel wie sich auseinandersetzen, begegnen, etwas vorantreiben. Du kennst sicher auch das deutsche Wort konfrontieren. Davon kommt dieses Wort. Im Kontext von Don Bosco ist Confronto eine Veranstaltung. Es gibt internationale Confrontos, wo Jugendliche aus ganz Europa und der ganzen Welt zusammenkommen und sich über das Leben Don Boscos und das eigene Leben Gedanken machen. Und es gibt Confrontos auch bei uns in Österreich. Sie finden ein paar Mal im Jahr an verschiedenen Orten statt, überall dort, wo die Salesianer Don Boscos und die Don Bosco-Schwestern tätig sind. Da tun wir genau das, was Confronto bedeutet. Wir setzen uns auseinander mit dem Leben Don Boscos, mit seinem Geist, seiner Spiritualität, aber auch mit unserem Leben, mit unserer Welt und wie wir mit Fröhlichkeit und Freude ein christliches Leben führen können. Wenn du an Confronto interessiert bist, kannst du ab deiner Firmung dabei sein und so eine Confronto-Veranstaltung mitmachen. Wie kommst du zu Confronto? Schau auf unsere Homepage donboscoforyouth.at. Dort findest du die Termine und auch das Anmeldeformular. Also dann, wir sehen uns beim nächsten Confronto.